Frühling. Es ist Frühling. Opa Wutz hat Schokoladen-Ostereier versteckt. Und, seid ihr alle soweit? Nein, Opa. Freddy Fuchs ist doch noch nicht da. Hallo zusammen. Hallo, Freddy. Ah, hallo, Herr Fuchs. Bleiben Sie auch hier? Ich kann leider nicht. Als kleiner Fuchs war ich der beste Eiersucher. Bis später, Freddy. So, sind alle bereit zum Ostereiersuchen? Ja, Opa Wutz. Ich habe ganz viele Schokoladeneier hier im Garten versteckt. Und ihr müsst sie finden. Einfach. Aber passt auf, dass ihr nicht auf meine kleinen Pflanzen tretet. Oh, wie ist das immer aufregend im Frühling, wenn die kleinen Babypflanzen anfangen zu wachsen. Wir sind ganz vorsichtig, Opa. Versprochen. Das ist gut. Also los, Kinder. Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oh ja, die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich habe sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden, in einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden, unter den Blättern von einem Busch. Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden in den Ästen eines Baums. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Ja. Freddy Fuchs hat ein Schokoladenei gefunden, mitten in der Vogeltränke. Opa, Opa, wir haben die Eier gefunden. Das hat Spaß gemacht. Aber es war ein bisschen einfach. Für die Kleinen war es nicht einfach. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Ich frage mich, wo die anderen Eier wohl sind. Schoko-Ei. Oh, Edmund, mir scheint, als ob da irgendwas hinter deinem Ohr steckt. Jetzt hat jeder ein Schokoladenei gefunden. Und was machen wir jetzt damit, Opa Wutz? Haha, ihr esst sie natürlich auf. Hallo, Kinder. Oma, Oma, wir haben alle Schokoladeneier. Aber wo denn? Ich sehe kein einziges Ei. Die sind schon in unserem Bauch. Und in euren Gesichtern. Hat Opa die Eier gut versteckt? Nein. Wir Großen haben sie ganz schnell gefunden. Aber den Kleinen musste er helfen. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Lust, immer die Kleinen zu sein. Keine Sorge. Hier im Garten gibt es bald noch viel kleinere. Oh ja, die kleinen Babys. Das wird bestimmt aufregend. Opa hat uns eben schon von den kleinen Babypflanzen erzählt, Oma. Aber so spannend ist das nicht. Wir meinen aber gar nicht die Babypflanzen, Peppa. Oh, aber was meint ihr denn dann, Oma? Kommt, wir gucken mal nach Jessica, Vanessa, Sarah und Günther. Das sind Hühner. Ja, und die haben auch Eier. Können wir die essen? Nein, Freddy, aus diesen Eiern schlüpfen bald Küken. Oh, wir kommen gerade richtig. Die kleinen Küken sind gerade geschlüpft. Oh, Babyküken! Die Küken sind geschlüpft. Jetzt ist es wirklich Frühling. Kommt, wir spielen alle Babyküken. Piep, 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 piep. Wir sind kleine Küken. Piep, piep, piep. Wir fressen, was wir finden, machen. Pick, pick, pick. Wir sind gelbe Wuschel, ganz süß und ganz lieb. Und wir hüpfen herum, machen piep, piep, piep. Pfeifen. Es ist ein schöner sonniger Morgen und Papa Wutz liest seine Zeitung. Papa, was machst du denn da? Ich lese gemütlich Zeitung. Du machst aber ein lustiges Geräusch dabei. Ja, ich pfeife. Oh. Pfeifen macht Spaß, versuch's doch auch mal. Aber wie macht man das? Ganz einfach, du musst nur mit dem Mund ein O machen und pusten.
versuch mal noch ein kleineres O zu machen. Eher so. Und schon pfeifst du eine Melodie. Ich habe einfach nicht den richtigen Mund dafür. Dein Mund ist in Ordnung. Du brauchst nur ein bisschen Übung. Das ist unmöglich. Man braucht nun mal Zeit, um die wichtigen Dinge zu lernen. Sowas wie Fahrradfahren oder gar Klavierspielen. Es hat Jahre gedauert, bis ich mit den Ohren wackeln konnte. Bah! Mama Wutz ist in der Küche und backt Plätzchen. Was machst du da, Peppa? Ich lerne zu pfeifen. Oh, ich verstehe. Mama, kannst du pfeifen? Ich weiß nicht, ich hab's noch nie probiert. Man braucht ganz viel Übung dafür. Oh ja! Mama Wutz kann pfeifen. Du kannst pfeifen, du bist ja auch schon alt, Mama. Danke, Peppa. Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete. Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift. Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten. Macht nichts, Schorsch. Das ist nämlich fast unmöglich. Genauso wie mit den Ohren zu wackeln. Schorsch kann mit den Ohren wackeln. Pfeifen ist noch schwerer. Schorsch kann pfeifen. Oh. Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das. Mach doch nichts. Ich backe gerade Plätzchen. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama. Ich möchte lieber bei Luzi Locker anrufen. Na klar, Peppa. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Peppa möchte gern mit Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift, aber ich kriege es immer noch nicht hin. Das klingt schwierig. Es ist unmöglich. Kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist Pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erstmal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Kannst du inzwischen pfeifen? Es hat keinen Zweck, Papa. Ich werde es niemals schaffen zu pfeifen. Niemals. Hast du denn auch fleißig geübt? Ja, oft. Aber es funktioniert nicht. Du brauchst erst mal eine Pause, Peppa. Hier, nimm dir ein Plätzchen. Das ist heiß. Du musst pusten. Oh, was war das? Für mich hat sich das nach Pfeifen angehört. Das machst du aber schön. Peppa hat gelernt zu pfeifen. Ich kann pfeifen. Baby Alexander. Heute bekommen Peppa und Schorsch Besuch von ihrer Cousine Chloe. Mama? Wann kommt meine Cousine Chloe endlich? Sie kommt bald, Peppa. Und Baby Alexander kommt auch mit, weißt du? Oh, aber Babys schreien die ganze Zeit. Laut und nervig. Na, so laut wird Baby Alexander bestimmt nicht sein. Was ist das denn? Ist das eine Alarmanlage? Oder das Feuerwehrauto? Nein, es ist Baby Alexander. Hallo, Peppa! Hallo, Schorsch! Hallo, Cousine Chloe! Hallo zusammen! Hallo, Onkel Wutz! Hallo! Hallo, Tante Wutz! Du kennst unser Baby Alexander noch, oder, Peppa? Ja! Ja, bleibt ihr für ein paar Tage hier? Nein.
Nein, das braucht Alexander alles für einen Tag. Du kannst nirgends mehr hingehen ohne dieses ganze Babyzeugs. Oh. Hallo, Baby Alexander. Er spricht nicht, Peppa. Wenn er nicht spricht, woher wisst ihr denn dann, was er will? Wir schätzen. Ich schätze, er hat Hunger. Peppa, willst du mir helfen, Alexander zu füttern? Ja, gerne. Mittagessenszeit für Baby Alexander. Sieh mal, deine Cousine Peppa gibt dir heute den Brei, Alexander. Bitte schön, Baby. Bäh. Oh, hier, lecker. Bäh. Er dreht immer seinen Kopf weg. Bäh. Baby Alexander zu füttern ist ziemlich schwierig. Guck mal, hier kommt ein Flugzeug an. Hui. Alexander mag's gern, wenn man spielt, dass der Löffel ein Flugzeug ist. Versuch du's nochmal, Peppa. Hier kommt ein Flugzeug an. Schön den Mund auf und rein in die Garage. Hurra! Das war ein Flugzeug. Kannst du das schon sagen? Flugzeug. Ich sag dir doch, er spricht nicht. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Peppa, weißt du noch, welches dein erstes Wort war? Nein. Das war Mama. Ich dachte, Peppas erstes Wort war Papa. Nein, Mama. Was hat Schorsch denn als erstes gesagt? Dinosaurier. Das erste Wort von Schorsch war Dinosaurier. Sieht so aus, als hätte hier jemand gut gegessen. Ja, jetzt wird gebadet. Baby Alexander wird gebadet. Ist der Dinosaurier. Sag mal, Dinosaurier. Papa. Er spricht nicht, Peppa. Aber irgendwann spricht er bestimmt. Und dann wisst ihr endlich, was er will. Was willst du denn jetzt machen, Alexander? Papa. Ich glaube, er möchte ein bisschen rausgehen. Laufen kann er noch nicht, aber wir fahren ihn im Buggy spazieren. Gar nicht übel, dieser Buggy. Ja, Fünfgänge, Schmutzfänger und ABS sind Standard. Bla, bla, bla. So reden nur Papas. Alexander freut sich, wenn du sprichst, Peppa. Ja, ich bin nämlich auch sehr interessant. Was ist der Himmel? Sag doch mal, Himmel. Papa. Aus dem Himmel kommt der Regen runter. Sag doch mal Regen. Regen ist gut für Enten und Pflanzen. Und er macht tolle Matschepfützen. Peppa hat eine große Matschepfütze gefunden. Guck mal, Alexander. Ich hüpfe in einer Matschepfütze rum. Es gibt nichts Schöneres als Matschepfützen. Matsche. Oh. Alexander hat sein erstes Wort gesagt. Matsche. Hurra! Matsche! Und ich hab's ihm beigebracht. Matsche. Brombeerstrauch. Peppa und ihre Familie sind zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. Heute möchte ich gerne einen Apfel-Brombeerstreusel backen. Lecker! Und ihr tüchtigen Pflücker zieht los und holt das Obst. Ei, ei, Oma Wutz! Wir haben Körbe für die Äpfel. Und wir haben Eimer für die Brombeeren. Also das Einfachste zuerst. Äpfel pflücken. Ich zähle bis drei und dann Schüttelei. Eins. Zwei, drei! Jetzt kommen die Brombeeren dran. Warum essen wir nicht einfach nur Apfelstreusel? Weil Brombeeren auch lecker schmecken, Opa Wutz. Na gut, jetzt wird's kompliziert. Also das nenne ich mal einen Brombeerstrauch. Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war. Dieses wuchernde Unkraut. Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen. Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt. Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch. In dem es von Brombeeren nur so wimmelt. Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt. Vorsicht, Schorsch, sonst verhedderst du dich noch. Mit dem Stock hier
komme ich auch an die schwierigen Bären dran. Schlauer Opa! Aber die besten Bären wachsen hier ganz, ganz oben. Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht. Lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz. Keine Sorge, in diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleines Schweinchen rumgeklettert. Ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr. Ich weiß schon, was ich tue. Oh weh, Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen. Mama, kommst du da raus? Nein, ich hänge fest. Du bist gefangen in einem Dornbusch. Genau wie Dornröschen. Was? Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Dornröschen. Eines Tages schlief sie in einem Dornbusch ein. Und dort blieb sie 100 Jahre lang. Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa. Da kommt Luzi Locke. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest und da bleibt sie jetzt für 100 Jahre. Genau wie Dornröschen. Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen, der gibt ihr einen Kuss. Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer. Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben. Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama. In 100 Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich. Ich bin der hübsche Prinz. Opa Wutz, darf ich euch um eure Rosenschere bitten? Mit Vergnügen, tapferer Ritter Papa Wutz. Jetzt geht's dir an die Ranken. Nimm das, du dornige Halunke, du. Hurra! Mein Prinz. Meine Prinzessin. Eigentlich hätten sie da 100 Jahre drinnen bleiben sollen. Na danke, mir war das schon lange genug. Mama ist ein Brombeerstrauch. Und ich dachte, solche Sachen passieren nur mir. Schön stillstehen, dann pflücken wir dich leer. Und jetzt bringen wir das Obst nach Hause zu Oma Wutz. Oma, Oma, Mama hat ein Abenteuer erlebt. Und dann ist Mama in den Strauch geflogen. Sie hat ziemlich dumm geguckt und sie hat gerufen, ah, hilf mir, Hilfe! Und dann ist Papa gekommen und hat sie gerettet. Ende. Danke, Peppa. Ich glaube, wir haben die Geschichte jetzt oft genug gehört. Aber sie ist doch lustig. Ich will jedenfalls nie wieder in meinem Leben eine Brombeere sehen. Heißt das, du willst auch keinen Apfel-Brombeerstreusel? Also, wie lecker. Mama Wutz liebt Apfel-Brombeerstreusel. Alle lieben Apfel-Brombeerstreusel. Lecker, lecker, bumm. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Heute, Kinder, lernt ihr etwas über Instrumente, mit denen ihr schlagen, rasseln und trommeln könnt. Hurra! Zuerst sucht sich jeder im Musikraum ein Instrument aus. Ich hab Trommeln. Die heißen Bongo-Trommeln, Klausi. Man trommelt mit den Enden drauf, so. Ich habe eine flache Bongo-Trommel. Das ist eine Boran, die ist irisch. Man schlägt sie mit einem kleinen Stock, etwa so. Ich habe einen Tamburin. Sehr gut, Pedro. Du kannst es auch schütteln, etwa so. Oh! Ich habe eine große Trommel. Ah, die Basstrommel. Miau. Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt, aber es ist kratzig. Das, Molly, nennt man Giro. Und es kommt von ganz weit her aus Südamerika. Wow. Und wie kommt es hierher? Ich hab es aus dem Urlaub mitgebracht. Und wie heißen die? Das sind Maracas. Die habe ich auch aus dem Urlaub mitgebracht aus Spanien. Das ist eine Triangel. Mein Papa verkauft übrigens Triangel im Zehnerpack. Danke, Freddy. Das werde ich mir merken. Sie müssen nicht im Urlaub fahren, um sie zu kriegen. Danke. Und wie heißen die? Das sind Kastagnetten. Und die verkauft mein Papa ja im Fünferpack. Danke, Freddy. Olé! Kinder, so spielt man auf Kastagnetten. Bitte
sehr, Emily. Muss ich den Tanz auch können? Oh, oh. Nein, mach einfach das Kickedy-Klack-Geräusch. Ah, Luise hat sich die Becken ausgesucht. Ja. Jeder weiß nun, wie sein Instrument klingt. Jetzt spielen wir sie alle zusammen. Achtung. Fertig, los. Stopp, stopp, stopp. Das ist keine Musik, das ist nur Krach. Jeder kann bum, bum, bum. Aber zum Musikmachen müsst ihr aufeinander hören und im gleichen Takt sein. Madame Gazelle, ich kann nicht hören und gleichzeitig Musik machen. Kannst du klatschen? Ja. Wer klatschen kann, kann auch Musik machen. Alors Mädchen im Takt mit mir. Und jetzt die Jungs. Madame Gazelle hat aus dem Klatschen Musik gemacht. Und stopp! Jetzt lernen wir mit unseren Instrumenten zusammenzuspielen. Die Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Ah, ihr kommt gerade richtig. Darf ich vorstellen? Das ist unser Schakalaka-Bum-Orchester. Hurra! Kinder, Achtung, fertig, los! Bravo! Möchte vielleicht einer meiner alten Schüler auch noch mitmachen? Sucht eure Instrumente, Kinder! Ja, Madame Gazelle! Madame Gazelle war schon die Lehrerin von allen Mamas und Papas, als die noch klein waren. Das ist ziemlich schwer, Papa, aber ich zeig dir, wie es geht. Mal sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Ja, ich bin so eine Art Experte fürs Trommeln. Sehr schönes Schakalaka-Bum. Und jetzt ein Lied. Mein Papa ist spitze beim Schakalaka-Bum. Und Elefant feiert Geburtstag. Herr Zebra, der Postbote, bringt einen Brief zu Familie Wutz. Oh, schaut mal, da ist ja eine Partyeinladung für jemanden. Die ist bestimmt für mich. Da steht, an Schorsch Wutz von Edmund Elefant. Bitte komm zu meiner Party. Steht da nicht irgendwo Schorsch und Peppa? Nein, nur Schorsch. Ich habe auf so eine alberne Babyparty sowieso keine Lust. Hallo? Oh, es ist für dich, Peppa. Emily Elefant ist dran. Hallo? Hallo, Peppa. Kommst du auch zu Edmunds Party als meine Freundin? Oh ja, gerne. Meine Mama hat gefragt, ob wir mit den Kleinen helfen können. Helfen? Ja, klar kann ich helfen. Klausi und Luzi kommen auch zum Helfen. Oh, klasse. Alle kommen zur Geburtstagsparty von Edmund Elefant. Oh, meine Helfer sind auch da. Hallo, Frau Elefant. Na, dann kann die Party ja losgehen. Wer spielt denn gerne Stopptanz von euch? Ich! Also, das Spiel geht so. Ihr müsst tanzen, solange die Musik läuft. Und wenn die Musik stoppt, hört ihr sofort damit auf. Achtung, fertig, los! Kopf und Schulter, Knie und Fuß. Los, jetzt tanzt doch endlich! Susi hier vorne blinzelt noch. Du bist raus. Wow. Augen, Ohren, Nacken. Du hast dich bewegt, Schorsch. Du bist raus. Linus und Edmund sind auch raus. Und damit hat Sina gewonnen. Du kriegst eine Medaille. Die ist aus echtem Plastikgold. Mama, mit Stopptanzen sind wir jetzt fertig. Wunderbar. Dann spielen wir jetzt das wandernde Geschenk. Ja! Solange die Musik läuft, wandert das Geschenk in Kreis. Und der, bei dem die Musik stoppt, der wickelt das Geschenk aus. Achtung, fertig, los!
Geschenk weiter. Edmund bekommt eine Medaille. Beeil dich ein bisschen, Linus. Mach einfach das Papier ab. Linus bekommt auch eine Medaille. Schorsch bekommt eine Medaille. Gib das Geschenk weiter. Oh je, Schorsch gibt das Geschenk nicht weiter. Nein, Schorsch, das ist doch Susis Medaille. Es ist ein Riesenteddy. Edmund hat gewonnen. Mama, das Wandernde-Geschenk ist fertig. Oh, wunderbar. Dann ist jetzt Zeit für Kuchen. Hurra! Oh weh, die Helfer haben alle Plätze besetzt. Denkt dran, Kinder, das hier ist Edmunds Party. Die Helfer essen, wenn die Kleinen fertig sind. Oh ja! Wir sind ja die Helfer. Saft bitte! Saft bitte! Saft bitte! Pudding bitte! Pudding, Pudding! Nochmal! Herzlichen Glückwunsch, Edmund! Herzlichen Glückwunsch, Edmund! Die Geburtstagsparty ist vorbei. Vielen Dank, meine Helfer. Ihr habt wirklich alle fleißig gearbeitet. Ja, es ist gar nicht so einfach, sich um kleine Kinder zu kümmern. Ich bin total fertig. Ich brauche erstmal Urlaub. Vom Weihnachtsmann. Es ist Weihnachten. Peppa und ihre Familie übernachten heute bei Oma und Opa Wutz. Schorsch, wach auf! Vom Weihnachtsmann. Seifenblasen, Comics und Mandarinen. Mama, Papa, es ist Weihnachten. Was? Es ist noch zu früh, Peppa. Geht und wünscht Oma und Opa fröhliche Weihnachten. Oma, Opa. Keine Panik, alle Mann an Deck. Es ist doch erst 3 Uhr morgens. Aber der Weihnachtsmann. Dürfen wir mal gucken, ob er schon da war? Ja, ja, er war schon da. Hier, die Möhre, der Saft und der Kuchen sind weg. Da sind nur noch Krümel. Ja, der Weihnachtsmann mag guten Kuchen. Und unter dem Baum sind große Geschenke. Ich habe mir doch eine Puppe gewünscht. Dürfen wir sie jetzt auspacken? Wir packen die Geschenke erst nach dem Weihnachtsessen aus. Oh, lecker! Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen. Hier sind Knallbonbons. Hey, da sind ja Papierhüte drin. Und Partytröten. Und Witze. Was läuft herum und ist orange? Keine Ahnung. Eine Mandarine. Der Weihnachtspudding schmeckt sehr gut. Peppa und Schorsch haben mir dabei geholfen. Wir haben ganz viel gerührt. Hast du dir was gewünscht, Peppa? Ja, ich habe mir gewünscht... Nicht verraten. Und jetzt die Bescherung. Yippie! Dieses hier ist für Schorsch. Es ist eine Autorennbahn. Das sieht aber kompliziert aus. Wollen wir mal sehen. Das gehört nach hier und das gehört nach da und das gehört hierhin. Auf geht's. Achtung, fertig, los. Opa und Papa Wutz lieben es, Autorennen zu fahren. Ist das nicht Schorschs Geschenk? Ich glaube, Schorsch ist glücklich mit seiner Kiste. Hier ist dein Geschenk, Papa Wutz. Socken. Und ich habe Socken. 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 Also, dann ist das letzte Geschenk bestimmt für... mich. Ich habe mir eine Puppe gewünscht, die läuft und spricht und die Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Oh, Vogelfutter? Vogelfutter? Das Geschenk ist für Polly Piepmatz. Aber das war doch das letzte.
Der Weihnachtsmann hat mich vergessen. Hallo? Darf ich bitte mal mit Peppa sprechen? Peppa, Luzi Locke für dich. Hallo, Luzi. Hast du deine Puppe bekommen? Nein. Ich habe eine. Sie weint und lacht und schließt ihre Augen und sie kann alles. Der Weihnachtsmann hat dir meine Puppe gebracht. Nein, auf dem Schild steht für Luzi Locke. Dann hat der Weihnachtsmann mich wirklich vergessen. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg nach Hause. Jetzt ist das letzte Geschenk in diesem Jahr auch verteilt. Oh, was ist denn da ganz unten in meinem Sack? Der Weihnachtsmann hat dich bestimmt nicht vergessen. Ich war doch ein liebes Schweinchen, oder? Ho, ho, ho. Weihnachtsmann! Hallo. Er ist durch den Kamin gerutscht. Na, was denn sonst, Oma? Hier ist dein Geschenk, Peppa. Entschuldige bitte die Verspätung. Meine Puppe! Danke, Weihnachtsmann. Möchten Sie etwas Weihnachtspudding? Schorsch und ich haben ihn gerührt und uns was gewünscht. Mmh, lecker. Ich habe mir gewünscht, dass uns der Weihnachtsmann an Weihnachten besuchen kommt. Und so war's. Ho, ho, ho. Papierflieger. Papa Wutz packt seine Sachen für die Arbeit. Gut, jetzt habe ich alle Papiere, die ich brauche. Wiedersehen. Wiedersehen, Papa. Mama, können wir vielleicht was basteln? Klar, was möchtet ihr denn basteln? Dinosaurier. Ach, Schorsch, du sagst immer nur Dinosaurier, egal worum es geht. Wir könnten ein Flugzeug basteln. Schorsch liebt Flugzeuge. Können wir ein Flugzeug basteln, das richtig fliegt? Ja, wir brauchen nur ein bisschen Papier dafür. Wir wissen, wo es Papier gibt. Im Arbeitszimmer gibt es eine Menge altes Papier. Wir haben Papier. Sehr gut. Mama Wutz bastelt ein Flugzeug aus Papier. Ihr faltet das Papier in der Mitte. Dann knickt ihr oben die Ecken um und das gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt. Jetzt faltet ihr die Seiten zurück. Guckt so. Und fertig ist der Papierflieger. Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen. Achtung, fertig, los! Oh! Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum. Ich bin dran. Hui! Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf. Du bist dran, Schorsch. Hui! Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping und landet im Ententeich. Und jetzt machen wir ein ganz großes Flugzeug. Dafür brauchen wir aber auch ein ganz großes Blatt Papier. Hier ist ein großes Blatt blaues Papier. Peppa und Schorsch haben einen großen blauen Papierflieger gebastelt. Papa Wutz! Hallo zusammen. Musst du heute nicht arbeiten? Doch, aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere. Papa, wir basteln Papierflieger. Und wir haben einen richtig großen gemacht. Boah, fantastisch. Den wirft am besten jemand, der groß und stark ist. Achtung, fertig, los! Der große blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr weit. Der fliegt ja immer weiter. Wiedersehen, Flieger. Haha, wiedersehen. So, jetzt muss ich aber meine wichtigen Arbeitspapiere finden. Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Am besten kommst du mal mit. Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja, das ist eins davon. Ist das ja auch ein wichtiges Papier von dir, Papa? Ja, danke schön, Peppa. Und was suchen wir hier am Ententeich? Oh, ich verstehe. Danke schön, Frau Ente. Das einzige Papier, das ich jetzt noch vermisse, ist ein großer blauer Bauplan. Ist er groß und blau? So wie der Papierflieger, den du ganz weit weggeworfen hast, Papa? Dem wir dann auch noch Tschüss gesagt haben? Ja, dann muss ich wohl mal im Büro anrufen.
Das ist das Büro von Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Hast du die Papiere gefunden? Ja, die meisten habe ich schon. Also, was wir dringend brauchen, ist der große blaue Bauplan. Das ist genau das Problem. Papa hat ihn fortgeworfen. Fortgeworfen? Und er ist geflogen und geflogen. Ah, er ist hier. Er ist gerade auf meinem Tisch gelandet. Hä? Was für eine fabelhafte Idee, einen Papierflieger daraus zu falten und ihn zu uns zu werfen. Oh, ja. Naja, ich bin so eine Art Experte, wenn es ums Werfen geht. Dankeschön, Papa Wutz. Nachdem Papa Wutz den Bauplan abgeliefert hat, kann er sich den Rest des Tages freinehmen. Ah, wunderbar. Papa, wir brauchen aber deine Zeitung. Wofür? Um Papierflieger daraus zu basteln. Krankenhaus. In der Spielgruppe sind heute alle draußen. Peppa und ihre Freunde haben Spaß, herumzutoben. Aua, mein Knie. Was ist mit dir, Peppa? Mein Knie tut weh. Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja, danke schön. Also Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi, Pedro ist im Krankenhaus. Oh! Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony. Denkt daran, Kinder, bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle. Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh. Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug. Kinderstation! Pedro schläft bestimmt. Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. Hallo zusammen. Hallo, Pedro. Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich habe mir das Bein gebrochen und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah! Der Gipsverband hilft, dass Pedros Bein wieder heilt. Ich habe mir am Knie wehgetan und ich habe auch einen Verband. Boah! Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh ja! Alle Kinder malen etwas auf Pedros Gipsverband. Ich male einen Fußball. Und ich eine Blume. Mr. Kartoffel. Ein Piepmatz. Und ich eine Matschepfütze. Toll! Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf mein Pflaster malen. Gut, ich male eine kleine Blume. Danke, Pedro. Pedro, wie ist es eigentlich im Krankenhaus? Ganz toll. Wie sind die Krankenschwestern? Die schenken mir Aufkleber. Toll. Und sie kommen immer sofort, wenn ich hier drauf drücke. Was ist das schon wieder? Ich tippe auf Pedro. Was ist denn los, Pedro? Wir haben sehr viel zu tun. Mich juckt es ein bisschen. Auch wenn dein Bein juckt, Pedro. Der Gips muss trotzdem dranbleiben, bis dein Bein wieder heile ist. Aber mein Bein juckt gar nicht. Es juckt hinterm Ohr. Ist es so besser? Ja, danke schön. Essenszeit! Was möchtest du denn heute gern, Pedro? Ich hätte gern Spaghetti und Schokopudding, bitte. Darfst du etwa im Bett essen? Ja! das sieht gut aus. Dr. Braunbär kommt, um zu sehen, wie es Pedro geht. Wie geht's uns denn heute, Pedro? Hinterm Ohr juckt es ein bisschen. Genau hier. Ich glaube, du bist fast gesund. Die Besuchszeit ist vorbei. Wiedersehen, Pedro. Auf Wiedersehen. Gute Besserung, Pedro. Danke, Madame Gazelle. Wieder einmal ist die Spielgruppe draußen. Peppa und ihre Freunde haben Spaß, herumzutoben. Madame Gazelle, mein Pflaster ist abgegangen. Kann ich ein neues haben? Du brauchst kein Pflaster mehr, Peppa. Dein Knie ist wieder heile. Oh ja! Hallo,
Hallo zusammen. Pedro Pony ist wieder da. Oh, hallo Pedro. Wo ist dein Gipsverband? Der Gips ist ab und mein Bein ist wieder heile. Ist es denn auch wieder stark? Es ist stärker, als es vorher war. Es ist ein Superbein. Kannst du damit rennen? Guck mal. Pedro hat wieder großen Spaß daran, herumzurennen. Alle haben großen Spaß daran, herumzurennen. Töpfern. Peppa und Schorsch sind zum Spielen bei Zoe Zebra. Zoes kleine Schwestern Susi und Sina basteln einen Dschungel aus Knetmasse. Schorsch hat einen Dinosaurier aus Knete gemacht. Peppa und Zoe spielen Picknick mit ihren Kuscheltieren. Einen schönen guten Tag, Herr Affe. Möchten Sie gern eine Tasse Tee? Herr Affe sagt ja. Und wie heißt das Zauberwort, Herr Affe? Das heißt bitte. Oh, wir haben gar kein Teegeschirr. Wir können uns ein Teegeschirr aus Knete machen. Oh ja. Schorsch, können wir auch was von der Knete haben, bitte? Nein. Susi und Sina, wir würden gern ein Teegeschirr für unser Picknick machen. Nein. Ihr könnt uns ja dabei helfen. Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig. Eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du's mal versuchen? Ja, bitte. Das ist ganz glitschig. So geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm, ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum, was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wirbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Ja, aber zu einem Teegeschirr gehören mehr als zwei Tassen. Wir können alle Tassen machen. Ja. Tausia. Schorsch hat einen Dinosaurier gemacht. Schorsch macht immer nur Dinosaurier. Oh, ein furchterregender Saurier. Jetzt müssen wir das Teegeschirr im Ofen brennen. Im Brennofen wird der Ton ganz heiß gebrannt. Davon wird er hart. Das Teegeschirr ist fertig. Hurra! Jetzt malen wir es an. Die Kinder bemalen das Teegeschirr mit schönen leuchtenden Farben. Das Teegeschirr ist fertig. Und jetzt können wir unser Picknick machen. Und für jeden ist eine Tasse da. Oh, wir haben vergessen, eine Kanne zu machen. Ich weiß was. Der Dinosaurier von Schorsch kann die Teekanne sein. Ja, wir füllen ihn mal mit Wasser. Das ist das beste Teegeschirr auf der ganzen Welt. Natürlich, ein richtiges Teegeschirr hat einen Dinosaurier als Teekanne. Teekanne. Kuchen.
als Schildkröte. Die Spielgruppe hat heute Besuch. Kinder, Dr. Amster erklärt uns heute ihre Arbeit. Moin, moin zusammen. Moin, moin, Dr. Amster. Dr. Amster ist Tierärztin. Wer weiß was über Tierärzte? Tierärzte machen kranke Tiere gesund. Das stimmt. Und ich habe euch ein paar von meinen Tieren mitgebracht. Oh! Das ist Henny, der Wellensittich. Hallo, Henny! Darf ich Henny mal streicheln? Ja, ganz vorsichtig, nicht? Der ist ganz flauschig. Oh, das sind seine Federn. Die braucht er zum Fliegen. Seht ihr wohl, das Fliegen ist wichtig für Henny, damit er in Form bleibt. Wer kann mir nur sagen, was Henny noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen. Ja. Er muss was trinken. Das stimmt. Er muss auch ein bisschen atmen. Ja, sehr gut. Er muss auch schlafen. Ausgezeichnet. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich hab verschlafen. Oh, Pedro, du schläfst wirklich gern. Ja, Madame Gazelle. Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne. Das ist eine Schildkröte. Das ist Knirpsi, die Schildkröte. Hallo, Knirpsi. Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch fest geschlafen. Oh. Wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause. Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat. Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte. Hab keine Angst, Knirpsi. Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33. Das ist so alt wie meine Mama. Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Das ist so alt wie mein Opa. Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen. Dr. Hamster, ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen. Die kommt nicht weit. Dafür ist sie zu langsam. Kenners, ich habe noch jemanden, den ich euch zeigen will. Dinosaurier. Ach, Schorsch, du sagst aber auch immer Dinosaurier. Oh, das ist ein Dinosaurier. Oh. Das ist kein Dinosaurier, das ist Ella, die Eidechse. Hallo, Ella. Die hat Schuppen wie ein Drache. Kann sie auch Feuer spucken? Nein, aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge. Uah. Macht sie auch einen Winterschlaf, so wie Knirpsi? Nein. Oh, wo ist Knirpsi? Knirpsi! Oh weh, Knirpsi, die Schildkröte, ist weggelaufen. Keine Sorge, Dr. Amster, wir finden Knirpsi. Vielleicht ist sie im Musikzimmer. Knirpsi ist nicht im Musikzimmer. Ist sie vielleicht im Spielhaus? Knirpsi ist nicht im Spielhaus. Versteckt sie sich in der Garderobe? Knirpsi versteckt sich auch nicht in der Garderobe. Ich kann Knirpsi riechen. Hier entlang. Freddy Fuchs hat eine sehr gute Spürnase. Da ist Knirpsi. Knirpsi ist oben auf einem Baum. Oh, jetzt brauche ich wohl Hilfe, ne? Das ist die Feuerwache von Frau Mümmel. Ah! Feuer! Feuer! Feuerwache? Wo ist das Feuer? Meine Knirpsi sitzt auf einem Baum. Was? Schon wieder? Notfalleinsatz! Notfalleinsatz! Schildkröte auf einem Baum! Ich weiß gar nicht, wieso du so gerne auf Bäume kletterst. Du bist doch eine Schildkröte. Zurücktreten! Knirpsi! Komm schon, Knirpsi! Dankeschön, Frau Mümmel. Gehört alles zu meiner Arbeit. Bei meiner Arbeit kümmere ich mich auch um Tiere. Wo sind denn Henny und Ella? Oh, ich weiß nicht. Hallo, hier sind sie. Gesund und munter. Größte Matschepfütze der Welt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Guck mal, wie doll es regnet. Dann haben wir morgen viele Matschepfützen zum Reinspringen. Oh, klasse. Und darum kann es eigentlich nie zu viel regnen. Es ist morgen. Hurra! Die Matschepfützen! Oh, gut.
Guten Tag, Frau Ente. Was machen Sie denn hier bei uns? Boah! Der Regen hat alles überschwemmt. Unser Haus ist auf einer richtigen Insel. Matschepfützen, ich komme schon. Hui! Ja. Oh, wo kommt denn das ganze Wasser her? Wie kriegen wir bloß was zu essen? Ganz einfach. Papa schwimmt zum Supermarkt. Oma und Opa Wutz kommen mit dem Boot vorbei. Ahoi auch! Ein wunderbarer Tag zum Schippern. Ja. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Ja, bitte. Wir brauchen dringend Tomaten und Spaghetti. Tomaten und Spaghetti! Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Polly ist unser Einkaufszettel. Bist du ein kluger Papagei? Bist du ein kluger Papagei? Dürfen wir auch mit, bitte? Kommt an Bord! Guck mal, da ist Luzi Lockes Haus. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Mama, brauchen wir irgendwas vom Supermarkt? Ja, wir brauchen was zum Abendessen. Schokolade bitte. Schokolade! Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Ich helfe gerade meinen Opa. Wir retten Leute vor dem Wasser. Großartiges Wetter für sowas. Braucht ihr irgendwas vom Supermarkt? Vielleicht eine Zeitung für mich. Für mich ein Comic. Zeitung, Comic! Opa, was ist das für ein Rohr da unten im Wasser? Ah, U-Boot voraus. Alarmstufe rot. Ahoi auch, ihr Landratten! Es ist Opi Mümmel in seinem Unterseeboot. Wunderschöner Tag zum Schippern! Nur der Himmel und das Meer! Ich könnte euch Geschichten erzählen! Brauchst du irgendwas vom Supermarkt? Oh ja, einen Käse bitte! Käse? Das Boot von Opa Wutz ist am Supermarkt angekommen. Hallo? Hier ist heute sehr wenig los. Sie sind meine ersten Kunden. Vielleicht liegt es an der Flut. Albern, nicht wahr? Ein kleines bisschen Regen und schon geht keiner mehr vor die Tür. Was darf es denn für Sie sein? Polly hat die Liste. Bist du ein kluger Papagei? Bist du ein kluger Papagei? Oh je. Polly hat die Einkaufsliste vergessen. Aber zum Glück kann ich mich noch genau daran erinnern, was alle brauchen. Danke, Peppa. Auf dich ist Verlass. Zeitung und Comic. Danke, Peppa. Was für ein Glück, dass Peppa im Supermarkt war. Sonst hätten wir jetzt nichts zum Abendessen. Hier ist eure Schokolade. Jetzt gibt es endlich Abendessen, Mama. Peppa und Schorsch sind wieder zu Hause. Es ist schon fast Schlafenszeit. Und schon ist wieder Morgen. Oh! Das Wasser ist weg, aber eine riesengroße Matschepfütze ist noch da. Matschepfütze! Das ist die größte Matschepfütze auf der ganzen weiten Welt. Opi Mimmels Leuchtturm. Peppa, Schorsch und Klausi machen einen Ausflug mit Opa Kleff und seinem Boot. Opa, fahren wir heute zur Pirateninsel? Ja, Klausi, aber zuerst müssen wir noch ein paar Sachen bei meinem Freund Opi Mümmel abgeben. Wo wohnt Opi Mümmel denn? Auf einem Felsen. Auf einem Felsen? Ja, in dem Leuchtturm da. Oh. Ahoi, alter Seehund. Ich bringe dir deine Sachen. Oho, danke, Opa Kleff. Ich hab heute meine Mannschaft mit dabei. Klausi, Peppa und Schorsch. Besuch? Seit vielen Monaten schon hatte ich keinen Besuch mehr. Es ist einsam hier draußen. Nur ich und der Himmel und das Meer. Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag. Oh. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn's euch interessiert. Nein, danke. Oh ja. Also,
Da gibt's den Himmel und das Meer. Und ich lerne gerade Banjo. Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke! Oh ja! Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da. Genau wie das Meer. Himmel und Meer, Himmel und Meer. Hier ist der Käse. Oh, ich liebe Käse. Und ein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein. Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Pippa. Das Treppenhaus geht rundherum, bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rundherum? Herum! Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Und wenn es neblig ist, nehme ich dieses Nebelhorn. Nebel! Ganz schön laut. Kein Nebel heute, nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, danke, wir müssen los. Wir fahren zur Pirateninsel. Wiedersehen, Hopi-Mimmel. Genießt den Himmel und das Meer. Machen wir. Opa Clefs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Seht mal, unsere Sandburg ist noch da. Kommt, wir spielen Verstecken. Ich zähle. 1, 2, es gibt nicht viele Verstecke auf der Pirateninsel. 5. Seid ihr schon versteckt? Ich komme. Hab euch. Aber wo ist George? Opa Clef kann George nirgends finden. Ich geb's auf. Wo ist er? George hat sich hinter Opa Clef versteckt. Kluger George. Jetzt ab nach Haus, bevor es dunkel wird. Oh, es ist ja schon dunkel. Keine Sorge. Das Licht von Opi Mümmels Leuchtturm zeigt uns den Weg nach Hause. Opi Mümmel liegt schon im Bett. Ach, mein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Kapitel 1. Den Rest lese ich dann morgen. Und jetzt schnell das Licht aus. Hä? Wo ist denn das Licht? Wissen Sie, wie spät es ist? Ich habe schon das Licht aus. Ja, ich weiß. Könntest du uns das Große trotzdem wieder anmachen? Oh, Verzeihung! Hurra! Es wird neblig. Ich kann das Licht nicht mehr sehen. Wir sind's nochmal. Hilfst du uns bitte mit dem Nebelhorn? Natürlich. Nebel! Ich kann etwas hören. Opi Mümmel zeigt ihnen den Weg. Seine Stimme ist das Nebelhorn. Hier geht's lang! Die Eltern sind da und holen ihre Kinder ab. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja, wir waren auf der Pirateninsel. Und auf einem Leuchtturm. Opi Mümmels Leuchtturm hat uns sicher nach Hause geführt. Wie schön. Opi Mümmel hat uns was vorgesungen. Wollt ihr es gerne mal hören? Nein, danke. Ja, bitte. Sonne, Strand und Schnee. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Morgen machen wir alle zusammen mit dem Bus einen Ausflug ans Meer. Dann können wir ja Sandburgen bauen. Ich hätte Lust zu schwimmen. Ich auch. Im Wetterbericht haben sie gesagt, dass morgen die Sonne scheint. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, George. Oh, es fängt an zu schneien. Es ist morgen. Yippie! Die Sonne scheint! Schnee! In der Nacht ist eine Menge Schnee gefallen. Schnee, Mama! Schnee, Papa! Schnee, Schnee, Schnee! Was? Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus.
Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra! Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wir sehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Bogen bauen aus dem Sand. Schwimmen gehen und dann ein Eis. Endstation, wir sind da. Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt. Das Meer sieht kalt aus. Und ich hatte mich so aufs Schwimmen gefreut. Können wir ja auch. Das Meer ist doch nicht zugefroren. Na los, Mädels, worauf wartet ihr noch? Ich kann nicht schwimmen. Mein Knöchel ist verstaucht. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Kommen Sie, Mama Wutz. Es ist herrlich. Sind Sie sicher, Madame Gazelle? Natürlich. Das Meer ist wundervoll heute. Also dann. Mama Wutz geht schwimmen. Wow. Ist es kalt, Mama? Nur ein kleines bisschen kalt. Es fühlt sich immer erst mal kalt an, wenn man reingeht. Immer schön bewegen, dann wird Ihnen warm. Also gut, ich bleibe in Bewegung. Mama Wutz rennt schnell wieder an Land. Komm, wir rubbeln dich warm. Peppa, Schorsch und Papa Wutz rubbeln Mama Wutz mit ihren Handtüchern warm und trocken. Ah, schon besser. Gehst du auch schwimmen, Papa Wutz? Vielleicht ein andermal. Wer möchte ein Eis haben? Ich. Am Strand hat jeder Lust auf ein Eis. Ich wollte doch eigentlich Sandburgen bauen. Aber jetzt ist der Strand ganz voll mit Schnee. Dann bauen wir eben Schneeburgen. Ui! Zuerst füllen wir Schnee in die Eimer. Dann drehen wir die Eimer auf den Kopf, klopfen oben drauf und schwuppdiwupp, eine Schneeburg. Eine Schneeburg! Also, ich liebe den Strand. Ich liebe den Schnee. Und ich liebe den Strand und den Schnee.